Puh, 500 Stufen. Das ist sportlich. Aber das schockt gar nicht, dass wir uns einmal sportlich betätigen hier. 500 Stufen, Leute. Wir sind heute beim Fortuna Wasserfall. Yeah, yeah, yeah. Aber es ist so kalt, so neblig und man sieht ihn gar nicht. Doch, mir ist saukalt. 500 Stufen wohl nach unten und die müssen wir dann auch danach wieder hinaufgehen. Auf den Wasserfall. Ist schon toll. Und eigentlich ist es hier auch echt toll, weil es ist schön grün. Und es sind noch gar keine Leute da, das ist auch schön. Aber es schüttet. Das ist so schlimm. Hinter hier gleich mehrere Wasserfälle. Da kommt mein Kamel. Ein Rentner geht schnell dagegen, wirklich. Ich weiß nicht, wie man so langsam gehen kann. Vor allen Dingen, wenn mir so kalt ist. Manchmal könnte ich meinen Ehemann umbringen, wirklich. So langsam schlendert er dahin, das ist echt. Müssen wir uns kurz aufwärmen bzw. trocknen, weil immer noch aus. Küben schüttet, naja, die eh schon krankig ist. Was? Weil er so nass ist, weil ich ihn zum Foto benötigt hätte, weil ohne mich hätten wir gar keinen. Kitschnaus. Wie ein armer Tropf schaut er aus. Ich sehe gar nichts mehr. Und jetzt gehen wir trotzdem, schauen wir uns ein paar Orchideen an. Das ist ja, wie man bekanntlich weiß, meine Lieblingsblume, nämlich gar nicht. Aber trotzdem schaue ich mal, vielleicht die Wildorchideen gefallen mir vielleicht schon. Dann überlegen wir, was wir weitermachen. Ich bin auch durchgefroren, mir ist richtig kalt. Gut, dass es draußen nicht so, noch nicht so kalt ist, sondern wahrscheinlich immer noch so 23 bis 27 Grad. Aber es ist wirklich, wirklich kalt, weil wir bis auf die Haut nass sind. Also ich zumindest. Also wenn sie blühen und dann dort wachsen, praktisch dann die Orchideen drauf. Auf den Stämmen. Die Stämmen wachsen sie, die sind eher so Mitesser. Ja. Heiß Dusche, Töne und dann Kaffee und dann irgendwas anderes machen. Sie. Da steht's. 500 Stiegen haben sie komplettiert. Also eine große Herausforderung an Kondition, finde ich, war jetzt das nicht.
Da steht drauf, wer soll es nicht machen soll. Muss letztendlich jeder selber wissen, aber so der Riesending war es jetzt nicht. Man kann auch da herumbleiben. Indem man dann hier auf diese schöne Plattform geht. Und da kann man nochmal schön runterschauen. Jetzt ist ja alles voller Nebel, fast da hinten sieht man nochmal. Aber jetzt ist er total im Nebel versumpft. Du kommst jetzt mit. Ich komme mit, wo der Magnet ist. Ja, der hat Magnet an. Oder? Probieren wir das aus, ob das geht. Du kommst jetzt mit in den Rucksack. Ja. Nee, der mag mit. Ja. Der muss jetzt. Also wir haben jetzt ein Faultier befreit. Zwei Faultiere haben wir befreit. Aus dieser Enge des Souvenirshops haben wir das jetzt befreit. Und das geht jetzt mit auf Reise. Ich weiß jetzt noch den Butterfly. Man könnte hier den ganzen Tag verbringen, weil es so schön ist. Es ist wunderschön. Es kostet natürlich wieder mal 18 Dollar pro Nase, aber es ist wunderschön. Wunderschön. Also, ich wäre so gerne geschwommen, hätte den ganzen Tag gebadet. Hier wäre so schön geschwommen, aber das Wetter. Aber es ist viel zu kalt heute. Es ist viel zu kalt, es wird schnass. Aber bei schönem Wetter könnte man da gut und gern halben. Vorteil war, dass natürlich sehr wenige Menschen hier sind. Das stimmt. Und der Wasserfall ist dasselbe als Wasser. Jetzt fahren wir erstmal zum Hotel und dann schauen wir weiter. Ja. Zum Mittagsspiel. Es regnet hier. Und die Pia, die ist jetzt im Supermarkt drin, das ist ja alles offen hier. Und kauft ein bisschen Wasser, aber es ist ein Geregne hier. Es ist der Wahnsinn. Hoffentlich wird es ein bisschen besser. Kein Spaß mehr, bei mir zumindest nicht. Es ist echt so kalt jetzt. Es regnet so schlimm. Kommt runter, mein Lieber. Das ist hier. Die Pia ist glücklich, ja, den größten Cappuccino von Costa Rica hier. Ja? Herrlich. Heute ist nicht so unser Tag, denn das Wetter wird nicht besser. Gerade macht es einmal eine Regenpause. Hier draußen sieht man es. Wir waren aber nichtsdestotrotz, haben wir schon den La Fortuna Waterfall angesehen. Es war sehr gut. Da waren wir gut Kaffee trinken. Und dann sind wir ein bisschen rumgefahren auf der Hoffnung. Cut. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, aber da ist außer um das Dorf herum gibt es eigentlich so gut wie gar nichts. Und von daher haben wir uns jetzt entschlossen, uns hier im Hotelzimmer zurückzuziehen. Perfekt. Das ist hier der wunderschöne Pool von unserem kleinen Motel. Klein, aber fein. Und da unten ist unser Auto. Ich sehe gerade, da habe ich die Wasserflasche auf dem Dach vergessen. Ui. Naja, der Vulkan hüllt sich wieder in Wolken. Es hat, glaube ich, gerade aufgehört zu regnen. Naja, aber die Sonne ist weit und breit nicht zu sehen. Jetzt schauen wir mal. So, nun gehen wir, oder sind wir auf dem Weg, machen wir uns auf dem Weg in eine sogenannte Soda. Soda ist hier der. Soda. Das sind hier die sogenannten Imbissbuden. Also Imbissbuden, die eigentlich sehr günstiges Essen anbieten. Ja, was bei Einheimischen auch sehr beliebt ist. Und das werden wir jetzt heute mal kosten. Als Dinner on the Road, sozusagen. Ja? Hier wollen wir jetzt Regen. Das ist jetzt eben diese Soda. Oh, der hat noch zu. Warum hat der jetzt zu? Jetzt hat der zu. Jetzt stehen wir da wie die Ochsen vor der Tür. Aber warum hat der? Jetzt hat er zu, wobei der eigentlich gar nicht zu haben darf. Aber es ist so. Hat er zu. Hey, da hat der geschlossen. Oh.
Heute ist gar nicht unser Tag. Öffnungszeiten waren einfach andere wie irgendwo im Facebook hinterlegt oder wasserfeste Säcke. Genau, haben wir alles daheim. Und jetzt gehen wir, suchen wir uns andere. Okay? Suchen wir uns andere. Da gibt es mega ein paar Kochbananen. Papaya. Papaya. Aber das sind die Kochbananen. Ja. Nicht zum Verzehr geeignet. Also zum als Obst. Wo ist die Kirche? Die Kirche ist davon. Jetzt haben wir ins Dunkle bestellt oder ins Blaue, sagt man viel mehr, gell? Also ich weiß zumindest gar nicht, was ich kriege, also gegrilltes Fleisch oder eben sowas. Aber das war jetzt ganz nett, da sind wir gleich nach dem Namen gefragt worden. Er hat sich auch gleich vorgestellt, das ist Herr Mario. Und genau, die Pia. Und finden das sehr gut. Also ich hab schon schlechtes Gefühl gehabt. Gell, Pia? Ich bin hier halt ganz alleine. Nein, ja, das macht er aber gar nicht. Glaub, das ist aber hinten ist schon alles reserviert und keine Ahnung. Das passt schon. Das ist das berühmte Bier. Das geht. Doch, das ist sehr gut. Jetzt wird jetzt hier in den Cocktail ausgetrunken. Ach, jetzt hat er mir ein normales gegeben. Hier gibt es jetzt ganz lecker Essen. Schau mal, oh, das wird von der Chefin selber gemacht. Ja, Bier. So, in der Soda haben wir jetzt vorzüglich gegessen. Das war super. Haben wir jetzt insgesamt für 15 Euro in der Soda wie Kess haben wir gegessen. Für 15 Euro. Sehr gut. Oder Bier? Ja, ja. Bier, hat er mal gesagt, Bier. Bier. Ja. Haben wir das sehr gut gespeichert. Ha, jetzt nur Nusssäcke. Ich wollte schon mal, ob das andere noch sieht, aber es schaut gut aus. Ja, cool. Hier gibt es eine eigene Kaffeerösterei im Laden. Hm. Die Pia hat jetzt in diesem Café in was gekauft? Frangipani und das kenne ich nur aus Italien. Normal ist das mit Mandeln und mit Marzipan gefüllt. Und die Dame wollte mir jetzt da. Und ein Erdbeermarmelade, Erdbeersaft drüber schütten oder anderen Saft, den ich möchte. Ich sage, das möchte ich nicht. Aber vielleicht wird es hier so gegessen. Vielleicht ist es auch was ganz was anderes. Fahren wir jetzt nach Monteverde weiter und ich merke gerade, wie meine Laune auf den Nullpunkt sinkt, weil wie immer regnet es und ich habe eigentlich in Costa Rica nur Regenklamotten an, weil es so arschkalt jetzt ist und regnet. Der Jani checkt jetzt gerade aus und wir haben heute beschlossen, wir haben gestern so ein ganz schönes Café entdeckt, wo man ganz super gut frühstücken kann, dass wir heute nicht im Hotel frühstücken, was auch eigentlich sehr nett ist, weil man kann mal im Café am Fluss sitzen, sondern dass wir heute mal in die Stadt gehen zum Frühstücken und uns dann auf den langen Weg nach Monteverde machen, der eigentlich gar nicht lang ist. Ich glaube, Luftlinie sind es 30 Kilometer, man muss aber um den See außen rumfahren, also 130 Kilometer. Aber es soll ganz, ganz lange dauern, weil teilweise die Straßen so schlecht sind und weil die hier große Überflutungen haben wegen diesen Regens. Und jeder, der mich kennt, weiß, überall, wo ich bin, regnet es. Also auch in Costa Rica, obwohl die Regenzeit eigentlich schon so gut wie vorbei ist. Jetzt freue ich mich aufs Frühstück. Gehen wir schon wieder? Ja. Oder wieder? Pia hat schon gelabert. So. Jetzt haben wir aus dem Hotel ausgecheckt, haben uns aber für heute entschieden, nochmal. Jetzt erzählst du nochmal genau dasselbe, was ich gerade erzähle. Ein externes Frühstück zu uns zu nehmen. Und da schauen wir jetzt hin, ob der schon offen hat. Aber das sind wir gute Dinge, bevor es wieder auf unseren Roadtrip geht. Fortuna schläft immer noch. Glück gar nicht auf meiner Seite. Oh, we have order, thank you. Weil wir wollten in das schöne Café gehen von gestern.
wo es so gute Frühstücke gab. Es hat aber zu. Besser gesagt, es wird bestimmt um 9 oder 10 aufmachen, weil von den Touristen ja keiner so früh auf ist. Und jetzt sind wir in so einem traditionellen Café. Das ist bestimmt auch nicht schlecht, wenn man so Gallo Pinto mit Spiegeleier essen mag, dann ist das super. Aber ich habe mich so gefreut auf Avocado Toast und Pancakes mit Früchten und so liebevolles Essen. Und das gibt es hier gar nicht. Hier gibt es halt schnell, schnell Frühstück. Schwerlaster. So, jetzt geht's auf. Jetzt mal vorn. Jetzt ging es in Richtung Berge, nach Monteverde, um nicht zuletzt einen Abstecher zu den Wasserfällen von Viento Fresco zu machen. Also hier fahren wir jetzt über den Damm, wie sagt man, über den Damm, Staudamm des Arenalsees, wo der aufgestaut ist. Staumauer. Und dann haben wir noch Nasenbären am Straßenrand gesehen. Jetzt sind wir gefüttert. Ja, jetzt sind wir gefüttert. Ja. Ja, ja. Füttern sollte man sie nicht. Füttern sollte man sie nicht, aber. Eine Liebe. They're chasing us now. Does anybody know? I actually don't know. I love you. Yeah, because they're all my friends. They're all the friends. So cute. They are a bit of a trust. Yeah. Yeah. See, I'm always looking at the Stausee. Drüben hört man eigentlich einen Vulkan sehen, der aber total im Wolken ist. Das sagt sich gar nicht. Hier im illegalen Forest sind wir jetzt über den Zaun gesprungen. Genau. Dieser weiße, komische Vogel mit dem langen. Ein Pia da auf dem Aussichtspunkt nach, wo ich da oben. Hier sieht man jetzt ein bisschen den See. Aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht so, wie es sich vorgestellt hat. Hier sitzt ein Tukan und schnabelt vor sich hin. Oh, der ist aber hübsch. Du ein schöner. Sagt, dass es hier auch schon wieder warm. Also da meint man, man ist in Tirol irgendwo. Grüezi steht da schon. In der Schweiz. Grüezi, der Schweizer, der hier sein Dings gebaut hat. Also. Sehr witzig, oder? Schöne Brezen. Schauen wir.
heute nicht kaufen. Hier haben wir jetzt die Ausbeute, die teuerste Breze der Welt. Kostet 82 €. Herrlich. Hier im Café Macadamia. Hier ist es sehr schön, wenn das Wetter sehr schön wäre. Ja. Ja. Da gibt es die Macadamia-Nüsse am Boden. Und wenn man hier Fruchtsaft ordert, dann schon gewaltig. Du kriegst gleich einen Weißbergladl geliefert. Ja. Aber alles frisch gemixt, das ist der Hammer da. Schau mal, jetzt reißt der drüben auf. Alter Schwede, da legst du ihn rein. Der Saft ist so gut. So gut. Ja. Ah, ich weiß gar nicht, was wir für Säfte trinken sonst immer. Ich glaube, ich habe noch nie einen getrunken. Nie frisch. Stopp am Kaffee und Macadamia oder Kaffee und Macadamia, der war super. Also ich habe selten so einen guten Saft getrunken, frisch gepresst. Hätte es auch super essen gegeben, der Kaffee war super, die Preise waren okay. Wir haben jetzt für einen doppelten Espresso, für einen Cappuccino, für zwei, ich glaube 5 Liter Smoothies, haben wir 8000 und Aufkleber, ohne Aufkleber. Ohne Aufkleber 8200 Colones zahlt, was umgerechnet 12-13 Euro ausmacht. Also, und eine mega Aussicht gehabt hier. Hier schaut es ein bisschen aus wie in die Ardennen in Luxemburg. Die Hügellandschaft. Da habe jetzt so da schon was drauf. Jetzt essen wir noch. Ja, schmarrn. Windräder, ehemalige Rotorenblätter von Windrädern. Mein Ehemann überreden, der jetzt zähneknirschend mitkommt, sonst hätte er im Auto bleiben müssen. Den Wasserfall anzuschauen. Allerdings weiß ich, der bringt dir nichts, weil es so stark windet. Der Waterfall. Da haben wir jetzt $34 gezahlt. Wir haben im größten Bad unseres Lebens. Der einzige, wo voll, das ist die Pia. Pia voll. 300 Meter. Waterfall. Beautiful. Du kannst du nicht, wenn du schon an der Kasse stehst. Wenn du schon an der Kasse stehst, kannst du es ja nicht. Klassische Outdoor-Anzug von der Pia. Aber die Landschaft grandios. Ja, hätte man fahren sollen, aber der sagt, du kannst nicht fahren. Was? Aber er sagt ja, du kannst nicht fahren. Was sagt er? Man kann nicht fahren, hat er gesagt.
ein Schmarrn. Jetzt sind wir in eine totale Touristenfalle getappt. Da sind wir gleich einen kleinen Parkplatz hingefahren. Und dann hat so ein halbtrunkener Spanier in seiner Rezeption von jedem von uns 17 US-Dollar abkassiert. Und hat gesagt, da 300 Meter können wir fahren. Ein Geh, zu Fuß gehen, oder einen Kilometer. Und dann sehen wir die Waterfalls. Mit dem Auto kann man da nicht fahren. Wunderbar, hätte man da mit dem Allrad fahren können. Das ist eine bessere Straße wieder rauf. Okay. Ja. Ich hab da noch nichts gelesen vom Wasserfall. Schauen wir mal. Ja. Da geht jetzt durch so einen Trail runter. Boah, ist das ein Batz. Ja, plätschert da runter der erste Waterfall. Der zweite Wasserfall. Hartige Geschichte. Pia nimmt jetzt hier ein Bad. Pia nimmt jetzt hier ein Bad. Ah. Schwierig. Jetzt ganz schön rauf hier. Nichts für eure Herren. Es ist so schwül. Es ist deutlich anstrengend über andere Wasserfall, weil es so unwegsam ist. Einfach hier nur. Bass. Alter. Luftfeuchtigkeit 120%. Luftfeuchtigkeit 120%. Es hat vorhin ganz schön geregnet. Und hier geht es echt. Die 5000 Stufen hinauf, weil die so unwegsam sind. Und wir mit unseren super Flipflops. Aber der untere Wasserfall, der ist super cool gewesen. Super cool. Der war schöner wie der große in La Fortuna, weil überhaupt keine Leute sind. Super schön. Der Mann hat die jetzt genötigt, dass er das Geld wieder rausrutscht. Die hat gesagt, gib mir mein Money weg. Und dann wollte er uns erst 25 Dollar geben und dann hat er uns den ganzen Rest gegeben und dann hat er uns das Auto fotografiert. Ach, was weiß ich. Jetzt möchte ich hier fahren.
Musik.